In der Herstellergeschichte hat Opel ja schon sehr viele Mittelklasse-Limousinen gebaut. Ob sie Omega hießen, ob sie Vectra hießen, ob sie dann zum Schluss jetzt Insignia hießen, all das war ja schon da. Und Opel steht natürlich jetzt unter Regie des PSA-Konzerns, also Peugeot Citroën. Somit hat sich vieles verändert. Dennoch wollen die Rüsselsheimer auch mehr Eigenständigkeit zeigen, mehr Selbstbewusstsein tragen, auch im Markenlogo. Mit den neuen Modellen, unter anderem dem Opel Mokka, hat man jetzt ein komplett neues Markengesicht gezeigt. Der Insignia, wie er vor der Kamera heute steht, hat dieses Markengesicht nicht. Ich persönlich finde jedoch, dass dieses Gesicht durchaus sehr, sehr attraktiv ist und dies nicht nur aufgrund der Anbauteile, die wir hier sehen, denn wir fahren den Opel Insignia GSI Grand Sport, eine 4,91 Meter lange Limousine, die genügend Platz für die Familie bieten soll und auch sehr dynamisch im Alltag zu bewegen sein soll. Klingt jetzt schon wieder so ein bisschen wie die Quadratur des Kreises. Ob sie das ist, das wollen wir heute einfach mal herausfinden und es würde mich sehr freuen, wenn ihr dran bleibt, euch dieses Review jetzt anschaut, den Kanal nicht vergesst zu abonnieren und vor allem zu kommentieren dieses Video, denn ich möchte wissen, was ihr sagt zum Opel Insignia GSI Grand Sport. Und damit starten wir jetzt einfach mal gleich ins Exterieur-Design mit dem Opel. Das Frontdesign des Opel Insignia ist sehr schön und markant vor allem. Das hat so ein bisschen was von Haifischartigem, also wirklich sehr geduckt, weit nach unten gezogen, sehr schmal. Voll-LED-Scheinwerfer mit Matrix-Lichtfunktion und Pixellicht, das heißt der Gegenverkehr wird wunderbar ausgekegelt, ist auch eine tolle Lichtausbeute, hervorragend gemacht, serienmäßig an Bord beim GSI. Und hier sehen wir dann das Tagfahrlicht, was sehr schön in diese Zierleiste hier im Kühlergrill eingeht, das Markenlogo hier in der Mitte sehr groß angebracht und wir haben hier oben auf der Motorhaube eine sehr ausgeprägte Linie, die dafür sorgt, dass dieses neue Markengesicht angedeutet wurde, der Opel Wiser, wie es genannt wird, erstmals zu sehen auf dem Opel Mokka. Jetzt hier im Facelift des Insignia wurde der Kühlergrill schmaler ausgeführt, gefällt mir deutlich besser. Hier, das Besonderheit des GSI-Modells sind diese silbernen Einlässe, die noch so einen Lufteinlass hier andeuten sollen, sind aber fake, nichtsdestotrotz, aber stört es nicht. An der Seitenlinie gefällt mir besonders gut das sehr flache Dach. Dann haben wir eine gute, große Glasfläche, die so ein bisschen kuppelartig von der Chromleiste eingehüllt wird, eine nach hinten ansteigende Seitenlinie. Wir haben einen sehr großen Radstand, 4,91 Meter ist der Insignia Grand Sport lang und wir haben serienmäßig 20 Zoll Räder mit einer Brembo Bremsanlage mit roten Bremssätteln hier hinter, die dann auch das 1,8 Tonnen schwere Fahrzeug sauber verzögern können. Optional gibt es hier gegen einen Aufpreis von rund 100 Euro noch Carbon-Optik, Außenspiegel, die hier montiert sind. Natürlich auch noch ein bisschen mehr Schwellerrad haben wir dann. Und das Heck kommt optisch deutlich erhöht daher. Auch sehr aufgeplustert, so ein bisschen breitbackert, sag ich jetzt mal, kommt man daher. Die Rückleuchten fügen sich mit diesem Chili-Rot natürlich in dieser roten Farbe auch sehr angenehm in das Gesamtbild ein. Mit dunkleren Lackierungen wirkt es auch noch mal sehr elegant, finde ich. Wenn man aber hier sieht, dieser Doppelwinkel, den wir vorne auch schon als einfachen Winkel haben vom LED-Licht, der wird hier hinten am Heck auch aufgegriffen. Wir haben den GSI-Schriftzug, Insignia-Schriftzug auf der anderen Seite. Was mir auch sehr gut gefällt, sind diese Auspuffblenden hier. Sehr große Blenden, aber dahinter verbirgen sich wirklich jeweils ein Auspuffendrohr, also hier kein reiner Fake. Und was ich so ein bisschen interessant finde, sind diese Teile hier, die Rückstrahler, die hier drinnen so eingelassen sind, wie sie bei den BMW M-Modellen auch zu sehen sind. Weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das sieht, oder seht ihr das genauso? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Wir haben hier noch einen Heckflügel, der aber optional ist. Genauso optional gibt es einen Heckscheibenwischer für diese große Glasheckscheibe, der sicherlich seine Berechtigung hat und auch
im Grunde genommen im Alltag sehr viel nützlicher ist, als die Optik hier verschandelt wird. Aber ob man den nimmt, weiß ich nicht. Schreibt mir das mal unten in die Kommentare, ob ihr einen Heckscheibenwischer auf das Auto setzen würdet. Designtechnisch, glaube ich, schaut das dann nicht mehr so schick aus. Viel wichtiger ist jetzt, wie schaut es denn hier hinter der Heckklappe aus? Ein Druck auf das Logo entriegelt das Ganze und dann schwenkt auch schon die Heckklappe sehr weit nach oben hinweg. Die Heckklappe gibt dann den Weg frei für den sehr großzügigen Kofferraum beim Insignia Grand Sport. Wir haben hier 490 Liter Standard Kofferraumvolumen, was erweiterbar ist über die geteilt umlegbare Rücksitzbank, wie wir sehen, im Verhältnis 40-20-40 umlegbar, elektrisch entriegelbar hier an der Seite. Wir haben einen sehr praktischen Laderaum, denn er ist extrem tief mit 1,10 Meter und extrem breit mit 1,02 Meter zwischen den Rathäusern. Aber natürlich fehlt es an Bauraumhöhe, denn wie wir sehen, hier gibt es so einen Knick, der nach unten geht. Hier maximal in dem Bereich können wir bis zu 45 cm hohe Gegenstände einladen. Einen doppelten Laderaumboden haben wir jetzt hier nicht. Hier ist dann der Subwoofer vom Bose Soundsystem untergebracht unter anderem. Aber wenn wir sehen, wenn wir jetzt hier reingreifen und die Rücklehne umlegen, dann ist das schon eine ordentliche Nummer. Dann natürlich noch die Heckklappe, dann noch die massive Hutablage hier ausbauen und schon könnt ihr den Insignia Grand Sport als perfekten Laderaummeister nutzen. Also hoher Nutzwert, auch für die Familie. Jetzt geht's auf die Rückbank und dann sehen wir mal, wie sich es da hinten so sitzt. Der Zustieg in den Fond erfolgt trotz abfallender Dachlinie angenehm gut, muss ich sagen. Also ich stoße mir den Kopf nicht automatisch. Der Türausschnitt ist auch angenehm groß. Und jetzt kommen wir schon zum nächsten Vorteil, den Opel hier komplett ausgespielt hat durch diesen riesigen Radstand. Und gibt es nicht nur einen vergrößerten Kofferraum, sondern sehr luxuriöse Beinfreiheit im Fond, wie man sieht. Der Sitz hier ist auf 1,78 eingestellt, meine Körpergröße. Und ich habe hier mehr als ausreichend Platz. Fast eine Faust geht nach vorne. Die Füße passen wunderbar unter den Vordersitz. Ich kann sie sogar sehr leicht ausstrecken. Das ist eine sehr entspannte Sitzposition, die ich hier hinten habe. Langstrecken mit vier Erwachsenen, gar kein Problem hier hinten. Die Kopfstütze geht ausreichend weit hinaus. Ja, hier oben habe ich noch so eine knappe Faust nach oben Platz. Würde mal sagen, so 1,85 Leute, die werden hier unten noch gut passen. Ja, ab 1,90 könnte es vielleicht natürlich mit der schräg nach hinten abfallenden Dachlinie ein bisschen enger werden. Ja, dennoch sitze ich hier sehr bequem, wenn auch leicht schräg drinnen. Das heißt, meine Blickrichtung geht nicht gerade nach vorne, sondern sie geht leicht nach schräg links vorne von mir aus gesehen. Ich habe hier noch eine schöne Ablage für die Hand. Es gibt dann noch Sonnenrollos hier an der Seite. Wir haben auch hier eine wunderbare Armlehne mit zwei Cupholdern, sehr bequem. Dann haben wir Sitzheizung im Fond, einstufig für die Außenbahnen. Wir haben zwei USB-Anschlüsse und Luftaustritte. Das heißt, so stelle ich mir das auch vor, wenn man mit vier Personen reist, dann ist der Fond wunderbar versorgt. Versorgt werden auch die Kinder, denn Kindersitze via Isofix und Top-Tieter geht hier auch. Isofix verbirgt sich hier hinter einer Klappe statt der Kappe. Gut zugänglich, Kindersitze aufgrund des Türausschnitts auch wunderbar ein- und ausbaubar, sowie die Kinder hineinsetzbar. Ja, und jetzt viel interessanter natürlich, was passiert vorne? Und da schauen wir jetzt rein. Erstklassig sitzt und reißt es sich hier in der ersten Reihe, denn Opel spendiert dem Insignia GSI hervorragende Integralsitze, die schon so ein bisschen nach Schale ausschauen. Perfekt integriert in diesen Sitz fühle ich mich, selbst mit meiner Körperfülle. Die Sitze sind nach Aktion gesunder Rücken, also AGR, zertifiziert. Sie haben eine Massagefunktion, die Lehnen
Breite lässt sich entweder schmaler oder breiter stellen. Die Kopfstütze ist integriert, aber wie man sieht, ist noch hoch genug, dass auch größere Personen hier perfekte Abstützung finden. Ausziehbare Schenkelauflage, elektrisch verstellbar, wie schon erwähnt, Massagefunktion, Sitzverheizung und Belüftung. Also was will man wirklich mehr? Auf Langstrecken sind diese Sitze ein absoluter Traum. Also wer hier die komplette Reichweite des Tankes am Stück ausnutzt, wird völlig entspannt aussteigen. Platzverhältnisse sind hier auch mehr als ausreichend. Ich habe ohne Glaspanoramadach hier mehr als genügend Kopffreiheit. Das Lederlenkrad, so wie wir es kennen von Opel, lässt sich natürlich sehr weit sogar in Höhe und Tiefe verstellen, sodass man auch hier sehr schnell eine passende Sitzposition findet. Zudem ist das Lenkrad auch beheizbar und unten abgeflacht, was den Ein- und Ausstieg nochmals verbessert. Dann werfen wir den ersten Blick ins Cockpit hinein. Sehr schöne Gesamtgestaltung des Innenraumes, sehr übersichtlich. Wir blicken hier natürlich auf ein 3-Speichen-Lederlenkrad, wie wir es von Opel so kennen. Unten, wie schon gesagt, abgeflacht. Von den Bedienelementen her ist das auch sehr rätselfrei von der Bedienung. Wir haben den Tempomaten hier mit den einzelnen Funktionen des Limiters, Abstandstempomat, Kollisionsaufwarnung bzw. Tempomat setzen, deaktivieren, Sprachsteuerung, Telefonannahme, Audio- und Bordcomputerbedienung dann auf der anderen Seite. Dann werfen wir nochmal in die Tür einen Blick. Wir haben hier die Kommandozentrale für die Fensterheber und für die Außenspiegelverstellung. Große Ablagefächer unten in der Tür drinnen. Dann haben wir hier den Lichtschalter. Hier übrigens das Ganze dann zum Dimmen der Anzeige. Sehr schön gemacht für meine Begriffe, dass man dann noch so eine analoge Anzeige hat. Dann die Nebelschlussleuchte. Dann haben wir hier die Einstellung für ein Head-Up-Display, Helligkeit bzw. Anzahl der Infos und die Position höher oder niedriger, sodass man sich das auch auf die jeweilige Position des Fahrers anpassen kann. Schaltwippen haben wir hier auch hinter dem Lenkrad, Plastikschaltwippen Plus und Minus. Dahinter dann der Blinkerhebel mit dem automatischen Fernlichtassistenten. Auf der anderen Seite haben wir dann den Hebel für die Scheibenwischer-Einstellung. Und jetzt sehen wir schon, das Kombi-Instrument ist teildigitalisiert. Wir haben noch weiterhin normale analoge Zeiger für Geschwindigkeit, unter anderem analoge Zeiger für die Drehzahl. Aber wir erwecken das Ganze jetzt mal zum Leben. Leider funktioniert das Ganze nicht mit einer einfachen Zündung, sondern dazu müssen wir den Motor auch starten. Und jetzt wird auch das Kombi-Instrument beleuchtet und wir sehen auf alle Fälle schon mal eben links die Drehzahl. Dann haben wir jetzt im zentralen, voll digitalen Display dann den Tachometer, den wir hier über die Einstellungen von der Anzeigenvielfalt in der Mitte verändern können. Wir gehen jetzt mal hier rüber, dann sehen wir, entweder Audio können wir uns anzeigen, Navigation, Telefon oder die Einstellmöglichkeiten, die wir haben. Wir können auch den linken Bereich und den rechten Bereich uns konfigurieren, was da angezeigt werden soll. Ich finde das sehr schön aufgelöst, vor allem schaut es auch ganz gut aus. Dann haben wir für Kühlwassertemperatur eine analoge Anzeige und für den Füllstand des Tanks. Also gehen wir weiter in die Mittelkonsole hinein. Hier haben wir jetzt das neue Mediasystem, das jetzt seit gut einem Jahr oder anderthalb Jahren jetzt eingeführt wurde. Denn man hat ja sich von den GM-Systemen lösen müssen, unter anderem mit dem OnStar-Service, den es nicht mehr gibt. Also gibt es jetzt hier ein komplett neues Mediasystem, sehr schön aufgelöste Grafik, auch sehr einfach von der Bedienbarkeit, wie wir sehen, Audio, Telefon, Navigation und Einstellungen. Ich finde, das ist sehr übersichtlich. Wir haben entweder hier einen Home-Button oder wir haben hier den normalen Home-Button. Da können wir dann reinspringen, dann haben wir eine schöne Übersicht, Grafik. Wir können dann hier rüber switchen, dann sehen wir die einzelnen Widgets. Wir können jetzt hier auch beispielsweise ins Android Auto mal hineinspringen. Dann sehen wir das auch. Ich bin es sehr schön integriert. Dann gehen wir hier mal
zentral rein. Auch der Touchscreen reagiert sehr gut und schnell. Die Auflösung hat mir sehr gut gefallen. Darunter sehen wir dann noch normale Bedienelemente für die Audioanlage. Das heißt, wir können hier lauter, leiser drehen. Wir können die Tracks hier skippen, zurückspringen oder in den Homebildschirm. Der Warnblinkschalter ist groß positioniert und auch gut zu erreichen. Die Traktionskontrolle können wir hier deaktivieren. Ist ja jetzt nicht mehr selbstverständlich, vor allem wenn wir mal Richtung Volkswagen-Konzern blicken. Auch dann nicht mehr so selbstverständlich ein Klimabedienteil, was wir hier unten haben, mit einer beheizten Windschutzscheibe über Heizdrähte. Ob man das mag, muss man natürlich wissen. Bisschen schade finde ich, dass diese Temperaturanzeige hier so ein bisschen unscharf wirkt. Da hat man wohl so einen Display-Schutz oder ähnliches drüber gelegt, so ein Plastikfenster. Das schaut dann ein bisschen komisch aus. Hier hinter der schwarzen Ablage verbirgt sich dann ein Cupholder und noch so eine kleine Ablage. Und hier kommt dann auch der Schlüssel rein, wenn man ihn initialisieren muss. Da haben wir noch eine 12-Volt-Buchse. Dahinter die Fahrassistenzsysteme, die wir sehen. Wir haben hier den Allrad, den wir dann zuschalten können. Wir haben hier die Mode-Taste, das heißt, das Fahrprogramm können wir wählen zwischen Tour, Normal und Sport. Dann haben wir hier den Spurhalteassistenten, die Start-Stopp-Funktion sowie auf der anderen Seite dann den Einparkassistenten und die Einparkhilfe. Dann haben wir hier den Schalthebel für das 9-Gang-Automatikgetriebe. Dahinter verbirgt sich auch noch mal ein kleines Ablagefach. Da kann auch ein Becher ganz gut reinpassen oder eben jede Menge Krimskrams. Dann haben wir hier die große Mittelarmlehne, nicht in der Höhe verstellbar, dafür aber zu öffnen. Dahinter verbirgt sich eine Induktivladeschale für das Smartphone, zwei USB-Anschlüsse und auch genügend Platz, um auch noch mal ein paar Dinge zu verstauen. Dann sehen wir jetzt noch mal den Sitz des GSI, den ich ja sehr, sehr schön, wie gesagt, finde, optisch alleine schon und dann auch natürlich von seiner Funktion. Hier mit Leder bezogen optional. Es gibt sogar noch eine Nappa-Lederausstattung, die man sich dann ordern kann in Braun. Soll noch feiner wirken und soll noch feiner ausschauen. Ja, dann haben wir hier ein großes Handschuhfach noch dahinter. Die Türtafeln, wie schon gesagt, sind gut ausgefüllt mit Platz und wir sehen da unten Bose an den Lautsprechern. Das heißt, wir haben eine Bose Soundanlage noch verbaut. Jetzt nochmal so der kurze Blick hier. Ich weiß nicht, ob man es optimal sieht. Da hinten das Head-Up-Display. Genau. Und jetzt noch der Rundumblick, damit man mal so ein bisschen den Eindruck kriegt, wie die Rundumsicht ist hier in dem Fahrzeug. Ja, ist natürlich ein bisschen eingeschränkt, das muss man klar sagen. Aber wenn wir jetzt hier drauf gehen, dann haben wir ja auch die Option einer Rückfahrkamera, die gut aufgelöst ist. Wie wir sehen, da steht mein Stativ im Weg. Perfekt. Und dann würde ich jetzt mal sagen, entriegeln wir hier auch gleich die Motorhaube. Und dann schauen wir mal, was der Motor so kann. Hier steckt ein 2 Liter Vierzylinder Turbobenziner unter der Motorhaube, der mit 230 PS und 350 Newtonmeter die Fuhre in 7,4 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 beschleunigt und maximal 237 km/h auf der Autobahn möglich macht. Den Motor gibt es übrigens im Insignia in drei Leistungsstufen, entweder mit 230 PS als GSI oder für die Normalvarianten als 170 PS oder 200 PS Variante. Ja, selbst die 230 PS reißen jetzt den Insignia nicht unbedingt so aus den Startlöchern, dass ich sagen würde, überwältigend, juhu, juhu. Fahrspaß kommt eher anderweitig auf. Der Motor ist sehr elastisch, dreht auch gerne, klingt auch sehr, sehr gut gedämmt, hat jetzt aber kein kerniges Klangbild, auch vom Außen. Da kommt nichts Sportliches auf, man hat auch keinen Soundgenerator verbaut.
Aber es gibt ja die Möglichkeit, hier an dem Triebwerk noch ein bisschen was zu modifizieren. Wer dazu mehr wissen möchte, dem rate ich auf alle Fälle mal, sich den Kanal von JP Performance anzuschauen. Denn Jean-Pierre Krämer hat ja einen Insignia gehabt und hat ihn leistungsgesteigert. Das wäre wahrscheinlich auch der Weg, den ich gehen würde, wenn das mein Auto wäre. Denn er zieht sich auch einiges an Kraftstoff durch die Einspritzleitungen, das muss man sagen. Vor allem, wenn man sehr viel im Kurzstreckenbetrieb unterwegs ist, wo der Motor anheizen muss, um betriebswarm zu werden. Da verbraucht er dann eben deutlich mehr Kraftstoff. Da können es dann auch mal 11, 12 Liter werden im Kurzstreckenbetrieb. Über die Gesamtdistanz, wo ich ihn gefahren bin, bin ich ihn mit rund 9 Litern gefahren. Aber ich habe ihn ja auch noch auf den Verbrauchskurs geschickt. Dazu schaut einfach mal in das Video, was ich unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Da seht ihr dann einfach mal, was das Ganze bringt, wenn man ihn so ein wenig über einen Mix fährt. Also 10% Stadtverkehr, 40% Autobahn mit 140 Stundenkilometer Maximum und 50% Überland. Dann seht ihr mal, was der Motor doch zu leisten imstande ist, verbrauchstechnisch. So gefällt er mir an sich gut. Die 9-Gang-Wandlerautomatik, die hier verbaut ist, die arbeitet sehr, sehr harmonisch. Ich würde mir wahrscheinlich eher doch so ein bisschen ein anderes 2-Liter-Aggregat wünschen, was man vielleicht von anderen Herstellern kennt, die deutlich spritziger und antrittsstärker sind. Dafür aber dann die 9-Gang-Automatik, die hier sehr schön weich verschliffen und ohne Zugkraftunterbrechung arbeitet. Das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Aber jetzt geht's doch wirklich auf die Straße. Dass ich mich bei einem Fahrzeug mit 230 PS mal über mangelnde Leistung beschwere, passiert schon wirklich sehr, sehr selten. Aber beim Insignia ist es wirklich der Fall. Warum? Ganz einfach, weil die Entwickler ein so hervorragendes Fahrverhalten dem Insignia mitgegeben haben, dass der schlicht und ergreifend unterfordert ist mit den 230 PS, die da unter der Haube werkeln. Er ist ein perfekt austariertes Modell, was sich sowohl extrem entspannt und komfortabel auf der Langstrecke fahren lässt, dank adaptiver Dämpfer, sehr schön weich anfedert, im Tourmodus auch angenehm weich nachfedert und auch gröbste Unebenheiten sehr gut rausfiltert. Auf der anderen Seite stellst du ihn auf Sport, der Allradantrieb auch auf Sport, dann wird dieses Auto zum absoluten Präzisionsfahrzeug, was man ihm nicht ansatzweise andichten würde. Dann kannst du auf einer Passstraße wirklich richtig die Sau rauslassen, wenn du möchtest. Oder du gehst mit dem Ding einfach auf die Nordschleife, wo er denn nämlich auch von der Opel Performance Abteilung abgestimmt wurde. Und dann zeigt er dir so richtig den Haken, denn das Auto kann einfach so extrem gut gefahren werden, trotz hohem Gewicht. Trotz eben nur wenig Leistung kannst du mit wenig Leistung so ein bisschen was wieder gut machen. Aber genau hier würdest du dir wünschen, Leute, dieses Auto bräuchte, sage ich jetzt mal, 300 PS und dann würde hier richtig der Punk abgehen. Dann würdest du auch das ganze gesamte Feld hier aufmischen. Ja? Dann würdest du einem 330i davon fahren. Dann würdest du hier auch einem Passat mit seinem 280 PS-chen auf und davon fahren. Genau das bräuchte. Der bräuchte hier auf alle Fälle rund 300 PS. Dann würde das ganze Paket hier nochmal stimmiger sein. So ist es halt aktuell einfach noch ein bisschen mau. Die große Frage ist nun, wer soll sich so ein Opel Insignia GSI Grand Sport kaufen? Also, fangen wir einfach mal so an. Für mich persönlich ist das ein Auto, was extrem viel Platz bietet, tolle Alltagseigenschaften, tolle Langstreckeneigenschaften bietet. Das Fahrwerk hat mich geflasht. Der Motor hat mich leider enttäuscht, nicht nur weil er ein bisschen mehr trinkt, sondern weil er schlicht und ergreifend für das
Performance Package, was er bietet, ein bisschen zu wenig Leistung schlicht und ergreifend hat. Die Optik stimmt, gefällt mir unheimlich gut. Auch die Ausstattungsoptionen wie ein Head-Up-Display, eine beheizte Windschutzscheibe, IntelliLux LED-Scheinwerfer oder aber die tollen Sitze mit AGR-Zertifizierung. Das sind genau die Highlight-Punkte, die mich so an dem Wagen begeistern. Ja, 49.725 Euro muss man mindestens für einen GSI hinlegen. Das ist schon eine Stange Geld. 1250 Euro kostet dann nochmal der Sports Tourer Aufpreis. Und wenn ihr den Testwagen so nehmt, wie er da steht, nicht komplett ausgestattet, aber sehr, sehr reichhaltig oder nahe dran, dann liegen wir bei 57.000 Euro und noch ein paar zerquetschte. Ja, jetzt sind wir schon bei dem nächsten Thema. Eigentlich wären das jetzt wieder Listenpreise, die lediglich für den Leasingmarkt interessant wären. Aber das ist kein Fahrzeug für den Leasingmarkt, ganz klar. Das ist ein Fahrzeug für Enthusiasten der Marke Opel, die endlich mal wieder ein Auto haben wollen, an dem sie ein perfektes Grundpackage kriegen, mit dem sie viel Spaß haben, mit dem sie ihre Familie sicher und komfortabel bewegen können, aber auch genügend designtechnisch verändern können, denn das Fahrzeug bringt ja schon Möglichkeiten mit, wo man nochmal nachschärfen kann, ob jetzt von der Fahrzeughöhe mit den Felgen oder eben genau hier unter der Haube am 2 Liter Vierzylinder lässt sich noch hervorragend nachjustieren in meinen Augen und dann könnte man auch ein echt tolles Fahrzeug finden. Müsste es aber dann wahrscheinlich auf dem Gebrauchtmarkt suchen. Gut, würde einem helfen, denn der Wertverlust ist am Anfang von den Insignias doch sehr, sehr hoch. Und aus dem Grund wird der Privatkunde sicherlich dann auf den Gebrauchtwagen aufspringen. Denn knapp 60.000 Euro für die Limousine sind schon sehr ambitioniert und in meinen Augen für das, was er dann bietet, mit der Leistung eben ein bisschen zu wenig. Klar, die Ausstattungselemente sind reichhaltig, aber einfach für eine Sportlimousine finde ich das ein bisschen zu wenig an dessen. Ja, ich hoffe, zu wenig habe ich euch jetzt nicht versprochen oder zu wenig vorgestellt. Schreibt mir das unten in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Vor allem aber, wie gefällt euch der Insignia GSI? Mir hat er gut gefallen. Und wenn wir uns demnächst wiedersehen sollen, vergesst bitte nicht, das Abo dazulassen, das Video zu liken und eben zu kommentieren und die Abo-Glocke vor allem nicht zu vergessen, denn dann werdet ihr rechtzeitig informiert, wenn das neue Video bei UbiTestet online ist. Vielen Dank fürs Reinklicken und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss und Servus, euer Ubi.